Wollt ihr auch einen, oder? Ja, ja. Ich hab schon zu mir WhatsApp geschrieben, aber komm. Ja. Hab noch nie angeantwortet. Entschuldige. Ich kann nicht mehr kommen. Verstehe ich, was ist denn da? Und ohne. Ja, ja, ja. Man kann ja alles mit den Verhandlungen lösen. Verhandeln gibt es ja nicht mehr. Raus und dann kann ich mit ihm gleich die beiden Mülltonnen rauf und Wohlwein. Geht's los. Hier, Ausschreitung, ein bisschen mit Wohlwein rauf hier, dann sagen sie gleich, oh, bei den Ausschreitungen hier machen wir die Moschee nicht. Das ist am besten. Wollen wir reinigen? Du hast ja keinen Platz da drauf. Ja, steht alle hinter. Ja, die kommt doch welche. Und wer die kommt noch später? Nee, die kommt doch noch. Jetzt Schluss hier. Siehst du, da kommen schon die ersten Ausschreitungen. Die erste Ausschreitung. Sag mal, was bist du? Einfach ein bisschen. Schreien, was? Das ist nicht so nahe, wie es für wo du kommst. Ja, so ein Fahrrad. Ja, genau. Ja, so, wir können anfangen. Digga, sagen muss Deutsch sein. Aber das ist gerade der Hand. Ich glaube, er muss mal eine Wucht kriegen, Alter, was ist mit ihm? Ich glaube, er kennt die Gesetze nicht. Video aufnahmen.
Ihr habt ja was zu verheimlichen. Und ihr bestimmt, wer hierher kommt und wer nicht, oder was? Bitte das Telefon aus, sonst würde das. Wir können das ganz gerne draußen weiterfilmen, aber hier drinnen geht das bitte nicht. Ja, dann bin ich gerade auch für die Presse. So, wer gleich ist, recht für euch. Macht ihr nicht so einen Fehlefanz. Du fang an da, Alter, sonst räumen wir hier gleich. So, dann grüße ich alle. Auch so bei Deutsch. Die Tagesordnung ist ein Zugang mit den Abteilungen. Könnten Sie ein bisschen lauter gehen? Ich habe Ihnen kaum verstanden. Ich würde jetzt die Tagesordnung noch einmal vorlesen. Punkt 1. Knallt auf die Reihe. Punkt 2. Änderung der Bestätigung der Tagesordnung. Punkt 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 10.01.2017. Punkt 4. Blamage. Punkt 1, die Simmerschilde nicht überhaupt. Punkt 2, die Punkt 2. Ja, die kriegst du heute. Kommen wir zu Punkt 3, Genehmigung der Niederschrift in der Sitzung vom 10.01. Der Niederschrift an sich noch Anmerkungen. Ja, eigentlich schon, klar. Sonst würden sie auch nicht so eine Faxe machen. Ja, ja. Also den kann denen das gar nicht verbieten. Das ist Deutsch, Sommer. Du wirst gegen Deutsch werden, ja? Ich hasse das. Jedenfalls ging es darum, dass in Rostock illegale Eisberge von ihnen aufgestellt werden und das ist in der Zwischenzeit auch unser Ortsteil. Es gibt hier mindestens zwei. Zum einen wäre es natürlich sinnvoll, dass Anwohnerinnen diese Container nicht benutzen, sondern nur die offiziellen, also zum Beispiel vom BRK oder von Veola. Andererseits wäre es natürlich interessant zu erfahren, wie die Stadt da jetzt weiterverfahren wird. Die können wir nutzen. Container.
Du bringst die Halle Hammer um. Ich habe ja mal was zugeschrieben, die Jungs. Ich würde bitten, dass sich jeder Einwohner kurz mit Namen und. Ja, das ist. Also, mein Name tut nicht zur Sache. Sehr schöner Name. Mein Name ist Martin Heilmann. Ich wohne zwar in Groß-Klein, aber laut Kommunalverfassung bin ich berechtigt, auch als mitbetroffener Einwohner an dieser Versammlung teilzunehmen und entsprechend auch meine Wünsche und Meinung zu äußern. Können Sie gerne nachlesen. Folgende Angelegenheit, es betrifft die letzte OBR-Sitzung, die jedoch bedauerlicherweise sehr aus dem Ruder gelaufen ist, wo, ja, ich weiß nicht, es doch eine sehr, wo sehr große Koordinationsprobleme gab. Man sieht es auch heute gerade wieder, dass nicht genügend Sitzplätze da sind. Bei der letzten OBR-Sitzung war es so weit gewesen, dass ein Großteil der Einwohner und Einwohner nicht hier reinkamen und ihr verfassungsmäßiges Grundrecht auf Information und Meinungsfreiheit hier wahrnehmen konnten. Das sehe ich als ein ganz großes Manko an und bitte das auch für die Zukunft dann vielleicht gegebenenfalls mit einer anderen Räumlichkeit oder eben halt, dass man darauf reagiert. Weiter. Bei der letzten OBR-Sitzung gab es einen Tagesordnungspunkt 9.1. Es ging um die Umwidmung des Kaffeehauses in eine Moschee, Gebetsraum generell bei den Moscheen. So, bei dem Punkt ist es letztlich so gewesen, auf Wunsch der Einwohner und Einwohner wurde, und das sehe nicht nur ich so, und der Top 5, die Behandlung des Top 9.1 vorgezogen. Herr Bullekopf ist führend gewesen, Sie schütteln den Kopf, andere haben es anders gesehen. Ja, von der Warnung her nicht ganz kurz dazu äußern. Es ist nach nicht nur meiner Sicht, dieser Punkt 9 Tagesordnungspunkt 9.1 vorgezogen worden. Und ich möchte das jetzt nicht alles nochmal vorkommen, aber letztlich haben Sie diesen Tagesordnungspunkt, nachdem Sie selber auch in Erregung geraten sind, für beschlossen erklärt und haben ganz klipp und klar und wörtlich gesagt, ich lasse hierüber heute keine Diskussion mehr zu. Von der Warte her ist es absolut unzulässig, dass Sie diesen Tagesordnungspunkt, nachdem die meisten Bürgerinnen, die ja eigentlich deswegen hier gewesen sind, danach aufgenommen haben. Ich habe ein Beschwerdeschreiben an die Frau Koch geschickt. Ich muss AfD. Sagen, um von der Antwort von Frau Koch mehr als enttäuscht. Dementsprechend werde ich mich auch an den Oberbürgermeister wenden. Ja, das werde ich auf Namen bitten. Ich bitte ungeachtet dessen, das heißt, ich verweise erstmal sowieso darauf hin, dass ich darauf hinarbeiten werde, dass nach § 20 der Kommunalverfassung, Absatz 2.4, ein Bürgerbegehren dann eingeleitet werden wird. Dafür werde ich mich dringend einsetzen. Ungeachtet dessen bitte ich Sie, um den Frieden hier in den Stadtteilen und auch im Nordwesten Rostocks zu gewährleisten, dieses Thema noch einmal aufzunehmen, diese Beschlüsse, die bis jetzt gefällt sind, so lange in der Schwebe zu halten, bis die Einwohnerinnen und Einwohner demokratisch entschieden haben. Wenn hier eigenmächtig irgendwie entschieden wird, über die Köpfe der Einwohnerinnen und Einwohner weg, sie sind als Vertreter dieser Leute hier gewählt und sie haben diese Leute eben mal dementsprechend auch zu vertreten und nicht irgendwelche andere Meinung, ja, dann möchte ich Sie doch schon bitten, sich daran auch zu halten. Gut, wie gesagt, meine Ansicht. Bravo! Hey. Reagieren wird nach § 20 der Kommunalverfassung das Einleiten eines Bürgerbegehrens sein. Das als mein Beitrag. Danke. Vielen Dank für die Wortmeldung. Das Protokoll in der letzten Sitzung, ich gebe da gleich mal rüber, oder am besten gleich und ich bin raus in die Sitzung. Ich kann doch gar nicht quatschen. Ja, nein. Ja. Ich komme doch mal rein. Wir hatten aufgehoben den Tagesordnungspunkt 5. Jetzt sind schon Geschichte in mir. Anregungen der Einwohnerinnen. Und unter diesem Tagesordnungspunkt ist die ganze Diskussion geführt. Lüge! Lügenpresse! Genau, oder vorgezogen. Wichser ist er. Ja, genau. Aber
Wer hat die denn überhaupt gewählt? Oder wann durfte man die wählen? Ja. Die haben sich gegenseitig gewählt. Kennen sich gar nicht. Nee. Aber immer einer nach dem anderen. Was soll die? Oh, guck doch mal auf Facebook, wo da drin steht, was du gesagt hast. Guck mal bei Facebook. Der Video. Ja, natürlich. Ich will alle eure Ausweise sehen. Nur dieser Mann. Und daraufhin hat die große Masse den Raum verlassen. Ja. Räuschle! Der kommt neun Wochen mit reingezogen, hast du es selber gesagt. Natürlich. Einigen, die Festen unterschreiben alle noch nicht mehr. Noch gesagt. Guck dir die Partei an, dann weißt du, was ich quatsche. Ich könnte auch gerne hier bleiben. Ja, was ist denn das? So, die Kollegen und alle noch gerne hier bleiben. Danach. So schlimm ist nicht. Sie hören, also Sie hören erst einmal, dass ein Großteil der hier Anwesenden es anders sehen. Auch ich habe es anders gehört. Und Sie haben definitiv klipp und klar gesagt, dass Sie den Top, dass Sie das, ich lasse hierüber heute keine Diskussion mehr zu. Genau, weiter auch. Um dieses Punkt, das ist explizit im Vorfeld gefragt worden, ob wir den Tagesordnungspunkt 9.1 vorziehen können. So hat ich das genommen, so hat das auch Einwohner und Einwohnerinnen. Wir kennen uns doch gar nicht aus mit den Tagen. Wir gehen dann einfach weiter und ist dann beschlossen, weißt du? Das ist alles. Waren Sie dabei? Ich habe ein Protokoll. Ja, ja, das kann ich auch schreiben. Wer ist denn jetzt eigentlich der Vorsitzende? Sind Sie das oder ist das ein Protokoll? Das ist Spinnerei. Warum ist er denn der Vorsitzende? Wer sagt denn das? Weil eine Frau mit dem Zepter vorbeikam und ihn gewählt hat. Das war hier mein Kindergarten. Kann ja unter der bleiben. Die Tribüne hatte man halt einen Platz gekriegt. Ja. Wollen die Scheiße nicht? Was? Ich werde dementsprechend wahrscheinlich auch einen fünften Aufruf nochmal machen, werde ich eine Beschwerde gegen den Oberbürgermeister schreiben, weil dieses Protokoll gar nicht so von der Definition nicht rechtens ist. Ja, das zum einen. Zum anderen muss ich dazu sagen, gerade bei hinsichtlich dieser Diskussion, ich habe nicht vernommen, dass eben halt gerade Ermittlungen seitens vom Staatsschutz und anderen staatlichen Organen gegenüber der islamischen Gemeinde hier in Rostock, dass etwas thematisiert wurde. Es sind ja auch Dinge, die da wohl im Zusammenhang stehen, dass eine Kontaktierung unter anderem der Al-Quds-Moschee in Bonn, wo unter anderem einer der Attentäter von New York herstammt, hier aus Rostock besteht. Alles Dinge, die sind hier nie zur Sache gekommen, hier werden einfach Beschlüsse gefasst, die letztlich über die Köpfe der Einwohnerinnen und Einwohner hinweggehen und das ist nicht hinnehmbar. Und es betrifft nicht nur Ihren Stadtteil, denn man kann mir nicht erzählen, dass hier nur Muslime aus dem Stadtteil Ibasaren herkommen. Und von der Warte her wird es auch, das sage ich Ihnen gleich vorweg, wenn hier in diesem, wenn dieses Teil genehmigt wird, was ich nicht hoffe, es ist unwahrscheinlich, dass es in einem bleibt, ja, sondern dass wahrscheinlich in jedem Teil was passiert. Wenn das in einem Zusammenhang besteht, wo dann salafistische Moscheen in Kontakt mit der islamischen Gemeinde Rostock stehen, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dann wird die Bürger der Hansestadt Rostock dagegen aufstehen. Lass es ruhig bauen, das ist Ihre Arbeit. Sie haben gehört, wir definitiv das Bürgerbegehren dann dementsprechend eben halt versuchen zu initiieren. Pisst euch, eure Kameras. Die Beschwerde schreiben an den Oberbürgermeister, wie sich das aussieht. Ich bedanke mich. Ja.
Wer ist das denn? Ja, sagt er? Der mit Durstbahn, so, guck mal. Und jetzt rechnen wir ab. Die nicht in Evershagen wohnen? Ich wohne hier, ne? Wo sollen wir denn sonst herkommen? Wohnst du hier? Wenn ihr Bürger, dann ja, Maul. Hier, nee. Ja. Und ihr demokratischen Dienstleister von mir sind Spanien. Aber ich möchte wirklich wissen, wer. So, nee, ist so eine Spinne, Junge. Als ob sie wie viel Kohle du kriegst. Pro Monat. Für alles offen haben. Schreibt das mit auf schön drauf. Wieder aus dem Ortsbeirat. Herr Bulle kommt vor der Hochschule in Kusklein. Wie geht's denn das? An der zweiten. Nein, wir haben sie auch schnell verhalten. Das Große ist sehr klein. Lauter bitte. Also mit Ligas, der so Ortsbeirat ist, egal in welchem Stadtteil, du hast noch ohne Haupt in den Stadtteil. Aber doch ist eine. Selbstverständlich, und das kann man auch ganz normal einsehen. Wir haben es im Bürgerinformationszentrum online einsehbar, da können Sie alle Sitzungen, alle Protokolle, können Sie alles natürlich die eigene Amtsfraktion. Weißt du, wie viele Einwohner ihr was sagen habt? 15.000. Weißt du, wie viele Einwohner ihr was sagen habt? Ist das jetzt eine Frage? Ja, das ist eine Frage. Genau, ich würde ganz wirklich tatsächlich erstmal gerne mit dem Ganzen sprechen. Also demzufolge setzen wir uns einfach nicht auf, wie zusammen wie hier ich kann auch das sogar einen Ehrenbürger. Genau wie auch in der Bürgerschaft. Alle Regionen zu Gast sein, ist auch ganz spannend. Da sehen Sie die Sitzverteilung ein bisschen deutlicher, weil ja auch die Ja, warum weigern Sie sich, die Fraktionszug Ihrer Wirklichkeit auf die Waage zu ziehen? Warum weigern Sie sich eine Antwort auf? Ich möchte bitte, dass wir dann auf den entsprechenden. Der bricht das ganze Ding ab nachher, pass auf. Der bricht das ab. Dem geht immer die Luft aus dem Schlauch raus. Die Oma da. Sondern von Ihrer Partei. Das ist einfach alles in Abfee. Ich will jeden Schlüpper sehen. Die sind alle vollgeschissen, oder was? Steht vollgeschissen Schlüpper, oder was? Ich genau vorher erziehen, wo vor war. Also schon mal nicht unser. Schon wieder der Westen.
nicht mein Präsident. Ja, weil das so sehr unruhig ist, aber ich auch mal denke, da können wir eine Einwohnerversammlung und da werden ja auch die Ortsbeiratsvorsitzenden von den einzelnen Ortsbeiräten ja vorgestellt. Und so, wenn jeder da in der Versammlung sieht, was er genau wer unser Ortsbeiratsvorsitzender ist. Bloß man muss natürlich beigehen, wenn man sagt, der gute Mann hat die Position gewechselt, ist kein Ortsbeiratsvorsitzender, dann müsste man dann zumindest mal nicht mal Bescheid sagen, der ist inzwischen umgezogen und ist verstorben. Oder er wohnt woanders, dass dann die Leute auch im Ortsbeirat etwas haben oder nicht klein wissen, wer überhaupt noch dafür zuständig ist. Genau. Aber ganz genau. Müsst ihr wissen, wenn wir Einwohnerversammlung und man geht da hin, dann weiß man genau, wer für uns im Ortsteil. Entschuldigung, junge Frau. Entschuldigung. Kennen Sie einen davon? Genau, Eva. Also das hat mit der Diskussion, was ihr so anhabt, ist immer deshalb. Ist richtig, ne? Kennen Sie jemanden davon? Ja, die was haben wir denn an? Sachen, oder? Was haben wir denn an? Ja, Sachen, ne? Was haben wir denn an? Können sich eigentlich alle nochmal namentlich vorstellen, wer sie überhaupt sind? Und wo sie wohnen? Und wo sie wohnen? Klasse, den kenne ich. Von der Post oder was? Mein Name ist Wienke Thomas. Ich bin nicht aus Eversagen. Ich wohne in Schmal. Aber ich vertrete im Prinzip ein größeres Netzwerk an Freunden und Vereinen. Wir haben uns in den letzten Jahren immer sehr stark engagiert für den Fall größtenteils eine Obdachlosenhilfe, auch für andere Menschen, denen es relativ schlecht geht. Und ich möchte nur mal erwähnen, dass also zum Beispiel zum einen, sollte ich erwähnen, das wird vielleicht interessant sein, die Linke in Rostock und zum anderen einige Fußball- und Sportvereine. Und sollte es demnächst mal Überlegungen geben über die Abstimmung mit der Moschee oder nicht, ich finde, Rostock hat über 10 Kirchen und kann auch eine Moschee langpassen. Wäre das letzte bei mir im guten zweistelligen Bereich der Personenzahl, dass man da aktiv mit Arbeitseinsätzen da mit dafür sorgen kann, dass dieses Gebäude richtig schön wird und ich möchte mal gerne wissen, wenn deine Mutter sagt, wenn du da mit so einem Braun ankommst. So ein Braun. Wir können ja gerne mal eine Kirche da bauen. Mal sehen, was sie da sagen. Da kommt dann noch dran. Ich weiß gar nicht, warum wir uns hier fremde Scheiße reinholen. Das ist unser Scheiß hier. Wir sind christlich, Islam, kein Islam-Clan, Land. Verstehe ich nicht, sowas. Spion. Als wenn meine Mutter froh wäre, wenn du da mit so einem braunen Weib ankommst. So ein Schwaddel. Wald. Wald. Buchenwald. Buchenwald, ja. Ein bisschen lauter, bitte. Fest, was kommt, das wird jetzt dann erst nachgelagert vom Bau, vom Verkehrsamt, vom Umweltamt. Sind Straßen breit genug? Sind genug Parkplätze? Ist da Fluchtweg? Nee. Ist da nein. Alles nicht da? Ich will dir das ganz kurz erklären. Warum brauchen Flüchtlinge einen Fluchtweg? Die brauchen sie Flucht. Hey, ohne Scheiß, warum brauchen Flüchtlinge einen Fluchtweg? Ich habe noch mal eine Frage. Ja, frag mal. Das ist nur im Ortsverrat, weil die Ortsverrät im Rostock zu tun haben, dass auch solche Kleinigkeiten immer recht funktioniert werden. Das war vor dass wir jetzt hier zementieren, dass wir die Zeit der Sicherheit austauschen, dass wir ausfliegen. Dann haben wir abends noch wieder was zu tun, wenn die hier sind. Ich bin dafür. Ich würde auch gerne Flüchtlinge aufnehmen. Und mir gehen sie keine. Ich krieg die alle unter. Ich krieg die alle. Im Krematorium. Das war seine Antwort. Verschiedene Nationen. Das darf man auch nicht vergessen.
Wollen wir nicht. Ah, warum kann Islam hier? Die flache Erde. Nein! Wir haben ja auch keine Tierschutz mit dem Neubau. Wir zum Beispiel bewegen uns hier gerade am Anfang der Machbarkeit. Wir sind Anzahl der Leute, eigentlich ist es zu viel. Das heißt, die Polizei oder Das nächste Mal noch mehr. Wir kommen noch doppelte. Keiner der Widerstand. Aber die haben alle komische Jacken an, die Jungs. Das sagen, ja. Das muss ich kommen, wenn du das kannst. Wir Hier kommt der Terror aus Rostock. Die sehen schon anders aus. Das ist das Problem. Die stinken. Wir wollen das nicht und dann ist Feierabend hier. Uns wird geräumt. Warum sprechen wir überhaupt darüber, dass hier sowas eröffnet wird? Wie kommt man eigentlich da drauf, jetzt mal ehrlich gesagt? Wie kommt man auf so eine Idee, dass ich hier eine Moschee habe? Also ich habe das Ganze ja auch verfolgt und zum Beispiel auf der Erich-Schlesinger Straße, wo draußen jetzt haben meine Gebetsräume zu klein war. Und wie man dieses Gebäude kennt, es ist sehr klein. Nebenan ist ein Wohnhaus, nebenan ist ein Kindergarten, Fluchtwege sind gar nicht da, weil die Straße da gleich ist. Dahinter sind Widerblöcke. Ich verstehe den ganzen Sinn nicht, wie man mitten im Wohngebiet neben einem Wohnhaus und neben einem Kindergarten eine Moschee baut. Ja, genau. Das geht gar nicht. Die gehen dann draußen. Es geht um keine Moschee. Das ist eine selbe Scheiße. Das gehört hier nicht her, Mensch. Dann ist es das Gleiche. Na, raus mit dem Scheiße. Wie kommt ihr überhaupt auf so eine Idee, Alter? Scheiße aus, Alter. Ja. Die ganzen Plattenbauten sind Brennpunkte. Ich wohne zwar gerne hier, aber es ist so. Und man kann doch nicht als Parteimitglied sagen, mitten im Brennpunktgebiet wird jetzt eine Moschee gebaut. Sie wissen genau, in Deutschland kochen die ganzen Gefühle über. Und wenn man jetzt noch im Brennpunktgebiet eine Moschee erbaut, das geht gar nicht. Also, ist das schon vorprogrammiert, was damals man nicht Hagen 92 vergessen? Hier stehen sie alle. Wow. Ich sag mal, aber wie kommt man auf so eine Idee eigentlich? Dass man hier eine Moschee baut oder so ein Scheiß. Wie kommt man auf so eine Scheißidee? Sag mal ganz ehrlich, warum spricht man überhaupt darüber, Alter? Mach die Kamera weg da. Und knallt. Klar kriegen sie was. Ich weiß gar nicht, wie man sich über sowas unterhalten muss. Und rechtzeitig zu streuen. Das kann sich auseinandersetzen, funktioniert ja hervorragend. So, von daher,
Wenn Sie das nicht können, dann alle können das. Was ich da reinmache, kann ich auch erstmal beantragen. Ich kann eine Nutzungsänderung. Ich kann das Ding dann ruhig kaufen und sagen, ich möchte. Ich verstehe nicht, warum beantragen wir es auch. Aber letztendlich gar keine Entscheidungsgewalt hat und Sie auch nicht. Wozu sitzen wir dann hier? Das wollte ich auch gerade fragen. Wenn Sie den ersten Grundstein nicht legen, warum sind Sie hier und warum sind wir hier? Manchmal geht es auch nur um Informationen. Weißt du selber nicht. Ich muss ja auch einspannen. Es geht ja mehr oder weniger auch um die Gewissheit. Oder? Wir wollen ein Nein. Adressen. Nein, aber Sie können das ja festlegen. Sie haben ja Ihre Satzung und können unter Punkt 5.1 was festlegen. Also nochmal, damit das jetzt auch jeder versteht. Jedes Bauvorhaben und jede Nutzungsänderung, die in Ihrem Ortsteil hier passiert, kommt hier in den Ortsbeirat und wird vorgestellt. Das heißt also, man wird darüber im Ortsbeirat informiert, dass das und das und das demnächst passieren könnte. Ob das passiert, wissen wir erstens gar nicht, weil die Prüfung überhaupt noch nicht abgeschlossen ist. Und hier ist es so, selbst wenn der Ortsbeirat sich gegen diese Bauvoranfrage ausgesprochen Ich bin der Meinung, das steht schon fest. Ja, genau, weil Geld kommt, ja. Und dann macht man den fünften Baustein. Sondern er wird einfach danach beurteilt, ob er nach der Baunutzungsverordnung und sonstigen Vorschriften, die wir nun mal in Deutschland haben, hier einen Anspruch hat, das Haus zu bauen. Das ist nicht mehr Deutschland, oder davon ab. Bauen, ja. Oder eine die Scheiße nicht, Punkt. Und das wird nicht in diesem Ortsbeirat entschieden. Nochmal. Ja, nur nochmal. Ich würde sagen, wir hauen die erstmal alle oben da. Ein bisschen Stimmung in den Buhl. Hier vorne. Hier vorne. Meine Fresse, Fässerstecherei, da prügeln Sie sich draußen. Geschäfte, was weiß ich, guck dich da an. Jetzt lassen wir mal bitte den Bundeskanzler. Ja, jetzt könnt ihr auch mal. Meine Fresse. So ein Eier hier. Auf der letzten Sitzung für die Ortsbeirat Nord haben wir uns dafür beschlossen worden ist, dass wir vor Anfrage auch eine Nutzungsänderung zugelassen haben. Ja, warum hast du Ja gesagt? Und nicht Nein. Meister, warum hast du Ja gesagt? Ja, warum hast du Ja gesagt? Warum? Warum hast du Ja gesagt? Also warum wurde Ja gesagt? Ja, warum? Du hast doch indirekt unser Ja gegeben. Das ist doch immer die Begründung. Das machst du jedes Mal. Hast du das vorhin auch schon gemacht? Ich verstehe, weil alle dagegen sind. Den Präsidenten der Bürgerschaft zu bitten, mich von der Bürgerschaft zu Wort kommen zu lassen, zu einer Runde Fragestunde. Da habe ich am 1. Februar zu gesprochen und habe darum gebeten, dass dem Ortsbeirat ein bisschen mehr die Möglichkeit gegeben wird, dass die
die Sitzungen so ähnlich wie es bei der Bürgerschaft ist, ein bisschen transparenter gestaltet werden können, mit personeller und technischer Unterstützung. Das heißt also, der Ortsbeirat ist hier nicht wissen willens, etwas zu verheimlichen, sondern ist es manchmal auch ein bisschen schwer zu zeigen, welcher Tagesordnungspunkt gerade dran ist. Das wird angesagt und das ist manchmal vielleicht ein bisschen schwer zu hören. Und in der Bürgerschaft ist es so, dass die großen Bildschirme, da ist dann zu sehen, was gerade los ist. Also mit dem Aspekt kann ich hoffen, dass sich das hier bessert und es gibt kein böser Wille des Ortsbeirates, hier was durcheinander zu bringen. Weiterhin vielleicht noch ein paar Daten. Unser Stadtteil hat ca. 16.500 Einwohner. Davon sind über 1.200 Einwohner nicht deutscher Staatsbürgerschaft. Zu viele. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass hier ein Ort gesucht wird, wo so ein Gebetsraum gebraucht wird, weil eben auch viele Leute da sind. Von den 16.000 wahrscheinlich auch Kinder, vergessen wir das. Also in dem Aspekt. Aber doch nicht bei Kindern und Schulen. Nicht hier. Und nicht bei der Kirche. Das ist eine sehr schlechte Wahl, die mit einem Profi mit Kindergeld. Der labert dafür Scheiße. Der Bürgerschaftsstudenten und am 1. ist die Bürgerschaftssitzung und da gibt es im Tagesordnungspunkt Einwohnerfragestunde, da kann jeder zu Wort kommen. Da sind viele kompetente Personen vor, da sind also auch die Senatoren vor, die Bürgermeister. Die Roten. Dort ist es also auch einfacher, Fragen beantwortet zu bekommen, denn hier ist es heute einfach nicht an der Tagesordnung, darüber zu reden. Deswegen ist jetzt auch hier niemand aus dem Bauernbereich entfernt. Jetzt kann ich auch die Einwohner, also ich auch mal sagen, steht alles in der Satzung drin, auch den Antrag stellen, dass es hier nochmal auf die Tagesordnung kommt und genau da erklärt wird. Wenn ein Einwohner das beantragt, muss er es auch begründen. Steht so in der Ortsbeiratssatzung drin. Und das ist ja auch ganz einfach. Ja. Hier steht aber auch drin, dass man den Grünen da den Antrag stellt, er muss ihn 10 Tage vor der nächsten Ortsbeiratssitzung stellen und ihn auch begründet, dann kann der Ortsbeiratssitzung. Oder wollen Sie jetzt diesen Tagesordnungspunkt die restlichen Monate dieses Jahres dann nochmal neu auf den Tagesordnung geben, mal setzen? Ja. Er ist unter Vortäuschung falscher Tatsachen angepasst worden. Möchten wir gerne wissen, wer das Ja gesagt hat. Warum? Es sind letztes Mal Fragen gestellt worden, die ich beantworten möchte. Deswegen weiß ich heute nochmal, wie man zu Antworten kommt, der so, dass es fungiert, nicht nochmal zu Können wir gerne an den Präsidenten der Bürgerschaft stellen, diese Fragen. Genau, ich finde das sehr gut, auch nochmal den Verweis auf die Einwohnerstellungsstunde. Die Bürgerschaftssitzung, das empfehlen wir in der Regel tatsächlich auch das übergelagertes Premium ist mit damit Sicherheit können wir auch mal antworten. So schon beschlossen. Bin ich auch der Meinung. Die Kohle kommt schon dafür. Die sind schon unterwegs. Und ich kann das überhaupt nicht verstehen, dass sie dann trotzdem sowas dann Ich bin der Meinung, dass schon alles beschlossen. Ja, warum sagt ihr ja? Das verstehe ich alles nicht. Die schreien alle nein.
Sie sagen ja, sie sagen nein. Was denken die, die Halsschlagader schon? Das ist genügend hier, ne? Das geht gar nicht. Vielleicht sehen Sie das mal aus. Ja, nicht nur Eier in hier. Ja, ist erläutert. Ja, und warum? Das reicht warum? Schon, das reicht ja schon. Warum, wenn die Mehrheit warum? Dagegen ist? Und die Verwaltung wird laut Baugesetzbuch zu einer Entscheidung kommen. Ja, die brauchen ja, doch gar nicht prüfen. Aber die waren doch alle dagegen, die Leute. Gesetzliche Grundlage. Ja, die gesetzliche Grundlage ist das Bürger nicht sehen. Wird der Posthaus ausgeben lassen? Wozu sind die denn hier? Der Ortsbeirat bekommt das Verständnis, sagt Dankeschön. Schon wieder Amt gequatscht. Und dann werden alle Ämter einbezogen und werden prüft. Und irgendwann bekommen wir die Entscheidung, ja oder nein. Aber Sie können doch selber was da hinschreiben und entscheiden. Sie nehmen ja alles aufschriftlich. Sie beschließen ja. Ihr seid doch eigentlich der Sprachrohr, oder nicht? Ihr seid doch der Sprachrohr. Frische Junge, das hätte es früher nicht gegeben, ne? Schon mal noch, da wussten wir das alle. Was noch früher? Da spricht der gleich ab. Ja, der junge Mann möchte auch noch mal was sagen. Vielleicht, ich sitze außen von der AfD. Ich möchte mal das anknüpfen, was der Herzmann gesagt hat. Sie haben gesagt, wie viele Leute hier an Migranten, Zuwanderer in Ebershagen leben, wohnen. Das ist jetzt in der ganz offenen Sache. Das ist über 1200. Meine Frage ist, die erste Frage, wie viele Prozent sind das, was jetzt die Migranten in Ebershagen sind? Und die zweite Frage ist, gibt es ein, ich sag mal, ein Ansiedlungskonzept Wohnen, was die Migranten betrifft in Rostock, also das ist eine gleichmäßige Verteilung gibt. In Badebünde begegne ich eigentlich kaum jemanden. Mhm. Also ich gehört ja bekanntlicherweise auch zu Rostock. Ja, die Frage ist, wie gesagt, wie viel Prozent sind in Ebershagen und gibt es 50. ein Integrationskonzept, was Wohnen betrifft? Oder kann sich jeder ansiedeln, wie er will? Vielleicht noch Hintergrund. Unsere Politiker in Berlin haben ja gesagt, wir wollen lieber alles besser machen mit der Integration. Und es wurde ja, wir haben das ja gesehen in den alten Bundesländern, dass sich gerade Migranten aus den Erdteilen, wo sie jetzt gerade herkommen, in Clustern ansiedeln. Also erst eine Straße, erst ein Haus, dann eine Straße und dann vielleicht sogar das ganze Wohngebiet, der ganze Stadtteil. Deswegen die Frage, die ich auch schon in deren Fraktion in der Bürgerschaft gestellt habe, gibt es ein Konzept dazu, wie soll das Ganze passieren? Danke erstmal für Ihre Wortmeldung. Es ist auf jeden Fall eine Frage zu Ihrer Einwohnersprechstunde bei der Bürgerschaft. Ja. Ja. Sind wir schon mal zahlreich hier, sonst kommt doch gar keine. Aber Sie könnten das ja vielleicht aufnehmen. Wir können das aufnehmen, genau. Das wollte ich noch zu Ende sprechen. Das ist ja der Grund. Gut für Krieg. Ich bin für eine Yacht. Für einen ordentlichen Arschhol jeder. Ja, aber mit dieser Maschine habt ihr doch mehr her. Dann, genau. Mehr aus den 1200 werden dann nachher 16.000 und der Rest haut ab. Ja. Ich hab zwei Kinder und meine Frau traut sich jetzt schon abends nicht mehr auf der Straße. Richtig. Richtig. So, ein Minuten bis hierher zu Kita. Ja, mein Name tut dir jetzt hier nichts zur Sache. Ich komme jedenfalls aus Ebershagen. Ja. So. Und Jens Tim. Ist dann nochmal so, dass die beiden Leute schon herkommen. Sag doch einfach einen Alias nach. Hans Wolf. Ali. Mohammed Ali. Ali. Das ist der Ernst Tim. Ja. Seid ihr auch ein bisschen froh, dass jeder mal sprechen kann? Wenn sie durcheinander sind, ist ja furchtbar. Lass doch eben mal reden da. Da weiß ich, was Sache ist. Meine Frau, die traut sich ja nicht mal mit Hunden abends auch raus.
Reicht das nicht? Muss das noch mehr werden? Und wenn, wenn die Moschee hier gebaut wird, dann meinen Sie, was hier los ist? Also, ich kann das so. Die lagern dann nachher hier auf dem Kita-Platz. Das stinkt oder auch. Da müssen die Babys wieder rocken. Wo ist da der Unterschied? Teppichhändler. Jetzt haben wir den Gürtel. Hab's vergessen, dass du eine Antwort hast. Franz Brandbeul. Franz Brandbeul. Da sind meiner seine Bier im Haus. Hat der Bartige? Und der hat einen langen Pullover und ein T-Shirt. Und Harmoni. Und Harmoni da. Das ist, glaube ich, der Sänger von den ACDC. Der ist aus meinem Ding. Von den Kitsch Boys. Ja, er geht jetzt hier. Es wird nämlich eng. Nee, ich will nur Moschee hier haben. Deswegen. Ich wollte es nicht machen. Er sagt, endlich war ein Ortsbeirat, der jeder Bürger sich an, mit dem er zu tun hat. Ich geh mal hinterher. Ja, Mann, den können wir abholen. Wir werden uns jetzt für die richtigen Sachen kümmern. Ausbauen so.